Hey Luther, hey Luther, hey, schlag fest die These. Die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation und das mit Humor. Seit Jahren ehrenamtlich in evangelischen Pfarrgemeinden aktiv, kennen Oliver Hochkofler und Immo Treuhand all die Stärken und Schwächen der protestantischen Kirche und wissen wohl, wie die evangelischen ticken. Sie haben große Stärken und kleine Schwächen und die kann man auf kabarettistische Art und Weise natürlich sehr gut herzeigen. Dass man sagt, man ist sehr basisdemokratisch, was natürlich Vorteile und so, aber auch Nachteile hat natürlich bei gewissen Entscheidungen. Und dass sehr viel Musik natürlich bei evangelischen Thema ist, das kann man alles wunderbar in einem Kabarettprogramm darbringen. Ich bin begeistert. Da gibt es tolle Burschen in Kapfenberg, ne? Der Waron, der Pretel, die Stückler, alles tolle Burschen. Ne? Die Stückler ist am Mädel, aber egal, ne? Die sind alle nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Mit ihrem Kabarettprogramm Luther 2.0 hoch 17 haben die beiden den Besuchern im Kapfenberger Spielraum so einige Lacher entlocken können und beweisen, dass man über ein so ernstes Thema auch durchaus lachen kann. Wir machen uns nicht über Religion lustig, wir machen uns nicht über die Kirche lustig, sondern wir thematisieren einfach ja, Luther, die Zeit, die evangelische Kirche auf humorvolle Art und Weise. Und das immer wertschätzend über der Gürtellinie und somit jugendfrei. Gemäß dem Motto der Kabarettisten, Humor verbindet. Ein Brückenschlag zwischen den Konfessionen.